Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute bekommt ihr ein bisschen Schneebalken zu sehen. Eine geile Gipfeljausen mit Schnaps. Stimmt, ja. Und ich zeige euch dann ein bisschen im Verlauf, wie ich die Videos von dieser Insta 360 bearbeite. Das wollten ja einige gerne sehen. Und dementsprechend filmen wir heute eigentlich bergab nur mit der Kamera. Und ich zeige euch eben immer wieder Ausschnitte, wie ich das dann bearbeitet habe. Und ihr seht dann auch, wie es nachher eben dann aussieht. Genau. Ja. Damit? Zwei Gipfel. Hast du eh schon gesagt im Programm, oder? Nein. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt Schneebalken. Ah, okay, ich habe nicht so zugelassen. Mhm. Schade, war mein Fehler. Passiert dir? Zwei Gipfel sind im Programm. Mit E-Support diesmal und Schneebalken. Wir haben genauso viel Schnee und es ist kalt, dass richtig cool gehen müsste eigentlich. Ja, wir hoffen das Beste. Ja, ihr seht, wie viel Schnee wir haben auf dem Dach. Wenig, aber nur zum Schneebalken. Genau. Winter Wonderland. Oh ja. Und die Tropfgeräusche ist der schmelzende Schnee vom Baum. Ja, hier ist einer der steilsten Parts mit dem E-Bike, okay. Biofurchtbar, muss man ehrlich zugeben. Ja, hier fahren wir jetzt schon auf kompletter Schneedecke. Das ist schon cool. Cooles Feeling. Jetzt sind wir noch ein Stück höher oben. Und jetzt ist schon grenzwertig, dass man noch durchkommt. Also, ja, zwischendrin bin ich schon gerutscht, du aber auch. Also, wer dachte, dass wir gut ausgestattet sind am Gipfel, der hat das hier noch nicht erlebt. Ich drehe die Kamera gleich nochmal um. Der Martin ist schon auf einen Schnaps eingebunden worden. Und die haben auch ein wunderbares Buffet aufgebaut. Da können wir sonst nicht mit. Macht ihr. Prost, Prost. Prost, danke. Aber nichts mehr, ne? Ah ja. Ach so, ja dann. Dann muss ich auch mitmachen. Prost. Prost. Prost! Ja, gibt es irgendwas im Programm zu sehen, gell? Es gibt in Interspar, Impress, überall. Ja, genau. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, wir schnorren uns nur durch, wir haben schon auch was dabei. Nur mit dem großen Buffet können wir halt nicht mithalten. Martin ist jetzt beim Fachsimpeln über Essen. Ja, für die Kamera ist vorne natürlich geil. Da bin ich mir noch nicht. Come on.
Ja, voll gut. Try to stay awake, these walls you can't escape.
Ja. Weil ich jetzt ja wirklich sehr frei ist. Also. Ja. Aber trotzdem merkt man auch, wie es hinten dann voll mitrutscht. For the lonely hearts, for the ones that fear the dark, you better run out, out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. Yeah. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, anywhere but here. Ja, ihr seid hier am Sonntag auch noch gefahren. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain starts hitting down. Yeah, on a bad day, on a good day, I don't need the sunshine. So, da haben wir sie auch schon, unsere Einkäufe. Ich habe Licht. Für die Gabel, Lauchrohre zum Putzen, wenn es dreckig sind. Und für den Dämpfer hinten, wenn er dreckig ist, die Drahtbürste. Alina, macht das große Service bei dir, oder? Arme Jahresservice. Ich öle lieber. Du ölst, okay. So, ich bin gerade zu Hause angekommen, habe noch die Radlsachen an, nur keine Radlschuhe mehr. Und als erstes lade ich jetzt mal die Videos von der Insta auf mein Handy. Dazu schalte ich die Insta an und mein Handy, da mache ich die App auf. So, dann wird jetzt mal gekoppelt. Dann hier Album, Kamera, dann seht ihr die Videos von heute. Ich habe nur die von heute drauf, ich lösche die anderen immer runter, das bringt ja nichts. Dann wähle ich die alle aus und gehe hier auf Download, sodass ich die dann eben nachher alle am Handy habe. Das sind jetzt 17,4 GB, dementsprechend dauert das ein bisschen. In der Zeit werfe ich mich mal unter die Dusche und räume mein ganzes Zeug auf. Und in die Waschmaschine und so weiter und so fort. Und dann geht es auch schon weiter nachher. So, ihr seht, hier läuft dieser gelbe Balken rüber. Wenn er dann drüben ist, ist alles hier. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt die Videos schon importiert. Und
Unten ist bei mir immer das Älteste, also quasi da, wo ich angefangen habe. Und dann würde das hier schon so laufen. Ich möchte aber jetzt ja dann auswählen, wo es hingeht. Und das mache ich auf folgende Art und Weise. Ich rolle erstmal so weit vor, wo ich dann eben möchte, dass das Video anfängt. Also wenn wir dann auch wirklich beim Fahren sind. Hier, das sieht doch gut aus. Dann will ich das Verhältnis 16 zu 9, weil ich das ja für YouTube brauche. Gehe hier auf das Plus, gehe dann auf den Viewfinder. Und dann kann ich eben den ganzen Weg nachfahren. Jetzt mache ich da drüben mal noch schnell an, dann kann ich das nämlich auch einblenden. Dann fahre ich hier eben los, wartet mal, indem ich auf den roten Knopf drücke. Und man kann dann auch reinzoomen, indem man den Schieber nach links drückt oder eben rauszoomen. Und das Wichtige dabei ist allerdings, in die Richtung, wo ihr das Handy jetzt bewegt, in die Richtung ist dann eben auch das Video. Also ihr müsst es wirklich nachfahren, wie wenn ihr es nacherleben würdet. Und deswegen muss man halt alles nochmal nachfahren. Das macht es ein bisschen aufwendiger, aber halt gibt auch unendlich viele Möglichkeiten, weil ihr habt ja wirklich 360 Grad aufgenommen und könnt euch jetzt komplett spielen. Das ist mega cool. So, und ihr könnt wirklich halt einfach komplett schwenken, so wie ihr es gerade haben wollt. Also ich könnte jetzt quasi auch nochmal hochschauen. Wartet mal. Und dann sehe ich nochmal hinten rauf. Und wenn ich mich dann komplett rumdrehe, komme ich wieder vorne raus. Bei Martin. Wenn ich das dann eben alles nachgefahren bin, dann gehe ich hier oben auf das da und dann das obere Video exportieren. Und das dauert jetzt eben leider ganz schön lange. Aber klar, ich meine, von nichts kommt nichts, ist auch logisch. Und das ist halt das Einzige, was es für mich nervig macht, dass ich hier immer so lange warten muss. Aber die Möglichkeiten sind echt richtig, richtig geil. Ihr habt halt einfach 360 Grad Aufnahmen. Also es gibt es nicht, dass ihr irgendwas nicht drauf habt. Und dadurch ist es eigentlich immer perfekt. Einzigster Nachteil eben, dass man das nachfahren muss, damit man dann eine Auswahl hat, welche Sequenz man wirklich drauf haben will, also welchen Ausschnitt. Und ja, das war's. Das war das ganze Hexenwerk. Dann habe ich das Video hier am Handy und dann schicke ich es mir einfach mit AirDrop rüber auf meinen Laptop. Und mehr mache ich da nicht. Dann kommt es halt noch ins Schneideprogramm und wird ganz normal reingeschnitten. Und das war es dann auch wirklich schon. Ja, falls ihr noch irgendwie mehr Fragen zur Insta habt, ich tue euch den Link wieder ganz normal in die Infobox rein. Dann kommt ihr direkt auf die Seite des Herstellers und der hat das natürlich auch nochmal alles ganz genau beschrieben. Und wenn es sonst noch Fragen gibt, dann natürlich sehr gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ich schaue dann, dass ich alles beantworte. Ja, das war's von unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Für uns geht es jetzt noch weiter zum Baumarkt. Ich kaufe Christbaumzeugs und du Öl und so. Stimmt, oder? Öl und dann Rotbürst für die Baumaschinen. Ja, war cool, war richtig cool. Schneelag perfekt, ihr habt es gesehen. Also, so macht Winterbiken richtig Fun, wenn man Untergrund hat. Aber Winterwandern dazu. Jetzt schauen wir, was bei uns passiert in Tirol, ob wir noch Schnee kriegen oder nicht mehr. Und ja, gut, wir können ja switchen. Unterland haben wir die Bedingungen. Und im Zillertal drinnen ist Pulverschnee. Ja, da ist viel Schnee. Also, es ist echt crazy derzeit. Ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.